Hallo, willkommen zum Ibanez Jazz Jam. Ich bin Axel Fischbacher, ich bin der Gitarrist, der das jetzt im Folgenden so ein bisschen gestaltet. Und ich habe mit meiner Band ein paar Backing-Tracks aufgenommen, über die man dann jammen kann. Und im Folgenden werde ich dann auch mal vorführen, was man da so zum Beispiel drüber jammen kann, wie die Akkorde funktionieren, was für Tonleitern man darüber spielen kann. Also es geht bei unseren Jams die vier immer gleichen Akkorde, die haben wir in unterschiedlichen rhythmischen Versionen aufgenommen. Aber es geht immer um F-Major 7, D-Moll 7, G-Moll 7 und C7. Sind alles Akkorde, die zur Tonart F-Dur gehören. Ich komme jetzt mal zu den einzelnen Akkorden. F-Major, D-Moll 7. C7, das ist die ganz einfache. Jetzt kann man die Akkorde ein bisschen verschönern. Der erste ist schon schön. Dann machen wir den zweiten so. Den dritten nehmen wir so. Und den vierten so. Mache ich nochmal. Das ist so, dürfte die gebräuchlichste sein, mit der man erstmal arbeiten kann. Haben wir uns mit meiner Band hingestellt und haben irgendwie diese Kadenz nennt man das, diese Akkordfolge in drei verschiedenen Stilistiken aufgenommen, also als Swing Jazz, als Funk und als langsamen Jazz Rock, würde ich mal sagen. Sind immer die gleichen Akkorde, man kann immer mit dem gleichen Tonmaterial darüber spielen, aber wird natürlich stilistisch jedes Mal anders. War jetzt alles F-Dur. Und jetzt kann man da auch Blues drüber spielen. Thank you.